Welcome back, Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Wir sind vor der Operation Schwebende Wahl und werden mal schauen, wie wir das hier hinkriegen. Wir haben einen neuen Spezialisten im Team, den Samur. Und den nehmen wir auch direkt mal mit. Und damit wir ihn in dieser sehr schweren Mission ein bisschen schützen, hoffe ich, dass ich jetzt den Exo-Anzug auswählen kann hier bei deiner Ausrüstung. Ja, kann ich. Nice. Schick. Gefällt dem Samur anscheinend. Hey Commander, der Exo-Anzug verleiht unseren Soldaten die Kraft, mit schweren Waffen umzugehen. Sowie unvergleichliche Belastbarkeit. Ja, er hat auf jeden Fall jetzt fünf mehr Gesundheit und eine Rüstung. Das ist doch schon mal ganz gut. Einen Raketenwerfer hat er auch mit. Und dann gebe ich ihm noch den Schädelstecker. Damit er ein bisschen hacken kann, weil super heilen kann er momentan eh nicht. Und ja, Magnetwaffe ist auch okay. Raketenwerfer, Magnetwaffe. Wir hoffen auch, dass in dieser Mission wieder ein paar Soldatenleichen für uns abfallen. So, die anderen kriegen leider keinen tollen Anzug, der sie besser schützt. Löffel habe ich wieder mit dabei, der Professor ist dabei. Schauen wir mal, wir haben ein paar Grenadiere mitnehmen. Lesrak nehmen wir mit, den nervösen Lesrak. So... Zwei Specialists, Ranger, Sniper. Will ich noch einen Grenadier? Ich gebe hier erstmal wieder hier die Säuregranate. Du hier bekommst... Wenn der Professor nicht dabei ist, bekommst du gleich die Blendgranate. Blendgranate. So. Ich weiß gar nicht, ob der Schädelstecker hier so viel Sinn macht. Weil es wird wahrscheinlich eh nichts zu hacken geben, groß. Ich glaube, das tausche ich aus gegen... Warum nicht Bluescreen-Geschosse? Weil Roboter werden auf jeden Fall kommen, wahrscheinlich. So. Was nehmen wir sonst noch mit? Noch ein Grenadier. Mehr Granaten. Oder noch ein Scharfschützen, der im Nahkampf ganz gut ist, mit dem Umbreon. Puh, oder noch ein Ranger mit dem Engai. Ich glaube, ich will noch mehr Granaten, das heißt, ich nehme noch Backfisch mit. Gib dann die Brandgranaten auch mal hier hin. Ich mag Grenadiere einfach. Sind ganz gut. Und da wir hier relativ wenig Granaten sonst haben. Sky Ranger in Position für den Einsatz. Jetzt geht's los. Doch mal langsam Zeit, dass unser Psi-Labor fertig wird. Bin auch gespannt, was denn diese Vorräte hier sein sollen. Ich hoffe, da kriegen wir ordentlich Zeug. Dann können wir nämlich gut gebrauchen, um unsere Forschung, unsere Entwicklung ein bisschen nach vorne zu treiben. Ah. Ich wollte nicht auf Stopp machen.
Koordinaten des Adventzugs sind eingegeben. Okay. Zum Sichern, alle Feinde ausschalten. Alle Feinde ausschalten. Ja, das klingt immer so einfach. Okay. Rücken wir langsam vor. Max hat seinen Auszubildenden, seinen Azubi, der Samu. Ja. Hier, Samu, du kannst dir von Max noch einiges abgucken. Aber guck mal, von Rookie, ne? Davon brauchen wir mehr, von diesen Rüstungen. Verstanden. Rücke aus. Wir haben keine Zeitbegrenzung, das heißt, wir sind nicht in Eile. Verstanden. Rücke aus. Good copy. Moving on target. Einen alten Mann haben wir diesmal wieder mit dabei, das ist schon mal eine Sache, die ganz ordentlich ist. Moving out. Wenn ich mich jetzt hier reinbegebe, komme ich relativ schlecht wieder raus, ne? Das ist das Problem. Noch gespannt, was dieser Raketenwerfer da macht, okay, den der Samu mit sich rumträgt. Understood. Moving out. Bin unterwegs. Ich rücke aus. Okay, da kommt ein Muton und ein Soldat. Und ein Schildträger. Der Soldat ist schon mal eine gute Nachricht für uns. Also für unsere Technik. Schlechte Nachricht. Unsere Leute stehen alle auf der falschen Seite. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal hier den Lesrak wieder hier rüber. Begebe mich zum Ziel. Du hast jetzt schon 100% Schuss. Okay, wie sieht das hier hinten mit dir aus? Auch ziemlich gut. Bestätigt. Überwachung läuft. Feuerschutz. I'm on it. Scanning. Bin dabei. Wieder zurück. Alle drei. So, dann hoffen wir, dass wir jetzt was hier reißen. Wenn die sich jetzt hier aufteilen. Ich hasse Mutons, ich hasse sie. Okay, der Samu fängt schon mal gut an. Machete schießt daneben. Samu verdient sich schon mal seinen ersten Kill. So, der Muton kommt. Plastiklöffel. Yes! Der Schildträger nimmt Reis aus. Und sucht sich eine neue Gruppe. Und wir müssen jetzt vorsichtiger vorrücken. Als wir es gerade eh schon waren. Zumindest haben wir jetzt beim ersten Kampf nicht direkt wieder wie bei den letzten Missionen einen verloren. Okay, I'll go. Kampfmusik. Hier ist bestimmt irgendjemand hinter. Gibt es hier nicht irgendwo was Erhöhtes, wo wir Plastiklöffel hinstellen können? Also gut, der Zug ist da, aber sonst... Samu, guck mal auf der anderen Seite. Bin dabei.
endlich! Mir entgeht nichts! Lesrak. Geht in Ordnung. Mir entgeht nichts. Max ist noch verborgen, das heißt, wir können mit ihm ein bisschen sorgloser nach vorne. Und da ist auch schon der nächste Trupp. Und hier ist wieder der Bug, dass sie ihn trotzdem sehen, obwohl er verborgen ist. So, er hat auch ganz gute Zielsachen. Aber wir versuchen hier wieder mit unseren Grenadieren ein bisschen Granatenschaden auszuteilen. Seht mal, hier kriegen wir alle drunter. Das dürfte zumindest den letzten, den Schildträger vom letzten Trupp töten. Ja. So, du hast hier einen geflankten Schildträger. Töte den mal, Max. Perfekt. Hast du das gesehen, Samur? So auch man das. Und dann sagt er zurück, nee, Chef, ich hab doch vor dir schon einen gekillt. Ich weiß, wie man das macht. So, 90% auf den Chef. Und er lebt noch. Hat der gute Beru auch schon mal besser gemacht. Ist das da hinten schon wieder ein Soldat oder ist das ein... Ja, perfekt, ein Soldat. Ich bin begeistert. Und auch Löffel kann ihn jetzt direkt mal exekutieren. Das heißt, es fehlt nur noch ein Soldat. Dann können wir, denke ich, diese scheiß Panzerung herstellen. So, hier volle Deckung für den Samur. Mit ein bisschen Glück kriegt er den Kill. Ja, 50-50 hat geklappt. Ziel neutralisiert. Jetzt müsste sich doch eigentlich irgendwann mal eine Beförderung verdient haben hier. Der Lesrak ist sogar noch dran. Ziehen wir mal aggressiv nach vorne. Okay, hier kommt... irgendwas krasses. Ist das nicht so ein Kodex? Wie wir den letztens in, einer, in dieser krassen UFO-Mission mal in diesem Schädelstecker freigeräumt hatten. Okay. Löffel hatten noch einen Schuss. Ich bin dafür, wir eröffnen wieder mit Granaten. Noch haben wir sie. Oh, ich könnte auch mal gucken, was diese... dieses komische Raketending macht. Wir sind ein bisschen weit weg, das heißt, ich muss auf jeden Fall nach vorne. Brand. Brandgranate reicht nicht an beide dran. Das ist der Splittergranate. Kriegt auch nicht beide. Muss ich gleich mal mit dem Lesrak gucken, der ist noch ein bisschen näher dran. Splitter. Lesrak kriegt beide mit der Granate und klaut auch noch dem Kodex wahrscheinlich die volle Deckung. Perfekt. Keine Rüstung mehr für den Newton. Codex klont sich. So, der Lesrak ist noch weiter dran, hat einen Codex, den er exekutieren kann. Bewegt er sich auch nicht mehr? Anscheinend nicht. Unerbittlich. Das heißt, er kann sich auch noch ein bisschen bewegen.
Mal in volle Deckung. Sein muss? Machete. Löffel. 61% auf den Newton. Und da stirbt er. Keine Munition mehr. Machete. Sturm und Schuss. Und 100%. Bye bye. Bis jetzt läuft es ziemlich gut. Und der Machete hat sich sogar eine Beförderung verdient. Und kann jetzt hier sogar schnell noch das Zeug abgreifen. Automatiklader und Zielfernrohr. Perfekt. Gut, dass wir hier unser... dass wir den fortschrittlichen, also wie heißt das, Gear, ne, hieß es, gekauft haben. Bin unterwegs. So, Samo nach vorne. Backfisch ein bisschen nach vorne. Sind immer noch Gegner da. Bis jetzt lief es ziemlich gut für uns. Bin auf dem Weg. Max. Solange wir noch können, laden wir den auch mal nach. Holen wir sie uns. So. Einmal in volle Deckung, Max. Okay. Hier sind zwei Viper und so ein großer Schwebeheini. Ich hasse Schwebeheinis. Die haben Mishka getötet. Okay, und sie flanken, also der Schwebeheini flankt den Max, das heißt, wir können ihn gleich mal versuchen, da wegzuziehen. Der Machete muss sich auch auf jeden Fall wegbewegen. Bewegt sich hier mal in volle Deckung. So. 52% auf den. So, Backfisch hat nichts in Sicht. Lesrak hat... ein Alien in Sicht. Plastiklöffel muss erstmal nachladen. Wir können noch ein bisschen weiter nach vorne schicken dann. So. Wie weit kommt die Flash? Flashbang könnte auf beide Viper drauf. Aber ist das jetzt wirklich nötig? Das ist die Frage. Was macht denn dieser Raketenwerfer? Kommt der eigentlich? Kommt auch nicht so weit. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Granatending. Granatenersatz. Okay, aber wir haben hier auch noch eine Brandgranate. Wie weit kommst denn du damit? Auch nicht besonders weit. Und wir haben uns hier ja selber die Deckung weggesprengt. Ich mache hier mal Feuerschutz mit Backfisch. Den Max ziehen wir zurück. Machete 52% ist jetzt nicht so die Welt. Feuerschutz mit Samu. So. Da ist halbe Deckung. Wir könnten den unterdrücken, hätten dann keine Munition mehr. Wie weit kommst du mit der Säure? Kommst du nicht an die dran, okay.
Ich glaube, ich unterdrück den hier mal, weil ich habe ein bisschen Angst, dass er den den Bero hier aus der Deckung raussaugt mit seinem komischen Rüssel da. Mach mal das Unterstützungsfeuer auf den. So, und der Bero, der macht einen Reload. Und dann haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen Overwatch gegen das große Vieh. Daneben Samur. Samur trifft für 7. Ah, der Samur ist eine gute Ergänzung für unser Team. Feuerfedern. Okay, was ist das? Schlangerich kommt nach vorne. Ach, holt sich den Max ran und umschlängelt ihn. Verdammt. Gott sei Dank nur 3 Schaden. Was macht der jetzt? Ja, der ist ja unterdrückt. Sehr schön. Okay, alles klar. Okay, hier sind so komische Effekte auf dem Boden. Vor, genau auf Backfisch und genau bei Samur und bei Plastiklöffel. Plastiklöffel, du kannst den da oben sehen. Schieß den mal an. Perfekt, gecrittet. X-ray neutralized. Sehr schön. So, Machete lassen wir erstmal. Samur muss da... Also Plastiklöffel und Samur müssen sich eh wegbewegen. Backfisch und Samur müssen sich wegbewegen. So, die beiden haben wir jetzt im Ziel. 54, 54. Ich versuche mal, den Max hier zu befreien. Ja, leider daneben. Feind steht noch. Munition ist knapp. Ja. Ja, ja. Wir haben den Samur. Der kann aber nicht viel machen. Weit kommt er nicht weg. Können mit ihm hier hinten rum. Ich ziehe den mal nach hier ganz weit weg. So. Den Lesrak müssten wir eigentlich auch noch haben, oder? Ja, Lesrak haben wir auch noch. Steht auch noch ein... Der hat aber keine Munition mehr. Der kann erstmal nachladen. Kann sogar kostenlos nachladen. Und weiter geht's. So, und bevor ich hier irgendwas mache, werde ich den mit einem Schwerthieb killen. 100%. Komm, Machete. Okay, kannst du nicht. Schade. So, der hat eh mit dem Machete zu tun. Ich gehe jetzt ein fettes Risiko ein und stelle den Lesrak ins Offene. Damit ich hier mehr Schuss kriege, damit der Max frei wird. Und schieße daneben. Leute, das ist echt übel. Ja, nächstes Mal gibt es vielleicht schon gar nicht so. Wen haben sie getroffen? Okay, Machete wird auch eingeschnürt. Okay,
Okay, hier gibt es nur extra Schaden, die tun dann auch wenigstens nicht mehr. So, jetzt gucke ich mal, hat es den Plastiklöffel erwischt jetzt oder was? Ne, hat es nicht erwischt. Wen haben die denn dann getroffen? Strange. So. 83%. Jetzt aber. Ja, sogar gekillt. Genau so. Perfekt. Unerbittlich. Erstmal wieder in Deckung. Okay, ich gehe. Machete kann gerade nichts machen. Löffel. Perfekt. War's das? Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Perfekt. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Wir haben auch irgendeinen Feind nicht entdeckt. Anscheinend. Warum auch immer. Aber wir haben diese sehr schwere Mission abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt sehr schwer war. Und unser neuer Rekrut Samur hat sich gut eingeführt. 2 Kills gemacht, glaube ich. Plastiklöffel entwickelt sich auch zu einem guten Sniper. Langsam aber sicher kommt's. Lesrak wie immer mit sehr viel Work. Und es war gut, dass ich beide Grenadiere mitgenommen habe, finde ich. Machete natürlich der heimliche Chef der Operation. Hat sich, glaube ich, auch einen Aufstieg verdient, hm? Ich weiß gar nicht, ob der Samur einen Aufstieg hatte. Ich glaub, weiß nicht, ob man mit 2 Kills den schon kriegt. Ja, hat er. Sehr gut. 3 Beförderungen. Machete ist mal wieder verwundet. Kennt er ja schon, der Machete. Er hat bestimmt irgendwie eine Freundin im Krankenhaus. Deswegen lässt er sich immer freiwillig verwunden. So, Medi-Protokoll. Wir brauchen Medi-Protokoll. Und was machen wir hier? Feuere 2-mal nacheinander einen Schuss auf einen Gegner. Minus 15% Zielsicherheit. Oder den Sensenmann. Mehrere Nahkampfangriffe. Da ich mit ihm eigentlich öfter schieße als im Nahkampf angreife, mache ich das Schnellfeuer. Und ist auch relativ zielsicher, der Gute. So, und Plastiklöffel hat hier Abschusszone. Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes befindet, bewegt oder angreift. Das ist sehr, sehr gut. Konfrontation. Feuere mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind. Nee, Plastiklöffel ist eher so der intern stehende Sniper, deswegen Abschusszone. Hat auch inzwischen eine relativ gute Zielsicherheit hier. 87. Okay. Wir haben nur leider nur 2 Soldaten gleich melden. 3 gebraucht, glaube ich. Gucken wir gleich mal nach. Aber auf jeden Fall haben wir auch Illyrium-Kristalle, Newton-Leichen und der Wille von Buckfish ist wiederhergestellt. Das ist auch geil. Viel wert. So. Einmal in die Technikabteilung gucken, ob wir das jetzt... Ob wir noch eine über hatten, eine Leiche? Ich meine nicht. So, Gegenstände herstellen. Ne, wir brauchen immer noch eine einzige Soldatenleiche. Ach, wie tragisch, dass wir die da... Wir haben die verkauft, Leute. Das ist echt nicht so cool. Wir haben noch nicht mal viel dafür gekriegt. Gehen wir mal in den Testbereich. Da ist die Schädelauswertung bald schon fertig. Das ist auch gut. Wie sieht's denn mit dem Bauprojekt unseres Psi-Labors aus? Das dauert auch noch 9 Tage. Dann schicken wir dann direkt mal Soldaten rein.
Wir können auch hier oben mal ein bisschen weiter ausbilden eigentlich. Hier Hexchen. Hätten wir eigentlich auch schon früher mal machen können als Spezialist. Hexchen war ja vorher auch schon Spezialist. So, Vorräte haben wir auch inzwischen wieder ein paar. Das heißt, wir können hier vielleicht nochmal eine neue Kampftaktik entwickeln. Sprengkörper können critten. Feuerschutz, Reflexschüsse. Ich glaube, das hier wird ziemlich schnell ziemlich gut, wenn wir dann nochmal ein paar PKS-Dinger haben. Taktische Boni, ist jetzt, weiß nicht. Weiß nicht, weiß nicht. Wie sieht es auch mit dem Ausräumen hier eigentlich aus? Noch 13 Tage ausräumen. Wo? Ja. Kommunikationszentrale ist ausgelastet. Wir sollten mit dieser Gaunerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Was will die auffüllen? Egal. Vorräte, ja perfekt. Untersuchen wir mal. Avenger berechnet neuen Kurs. Ganz weit hinten in Russland. So, Illyrium. Wir können jetzt Plasmagewehre herstellen. Wir können Illyriumleitungen herstellen und wir können Servorüstung machen. Sehr weit, sehr weit, sehr gut, sehr weit, sehr gut. Hier die Schildträgerautopsie können wir sofort abschließen. Physisch gesehen sind die Advent-Schildträger den anderen Advent-Soldaten recht ähnlich und ebenso ein Produkt sorgsamer Gentechnologie, das der menschlichen Gestalt nachgebildet ist. Die meisten ihrer einzigartigen Qualitäten verdanken sie Unterschieden in Rüstung und Bewaffnung. Komponenten, die Shen sicher nur zu gern untersuchen würde. Diese Schildträger sind den anderen Advent-Einheiten gar nicht so unähnlich. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte Unterscheidungsmerkmal. Können wir experimentelle Rüstungen jetzt herstellen? Okay. Die können relativ gut sein, glaube ich. Neue Forschung. Und ich will diese Servorüstung, Leute. Ich will sie. Es dauert 15 Tage, aber Fortschritt langsam ist mir jetzt völlig egal. Zur Not gehe ich auf den Schwarzmarkt und kaufe. Da wir haben auch nicht so viel Info, okay. Den beschleunigt. Wir brauchen Rüstung. Ich habe das satt, dass unsere Soldaten beim ersten Angucken umfallen. So, die Schädelauswertung ist fertig. Wir können hier nichts weiter machen, weil wir haben keine Kerne. Okay. Dann weiter scannen und... Commander, wir haben eine Ihrer Einrichtungen entdeckt. Sehr schön. Einrichtung ansehen. Wo ist sie denn? Ah, in Australien. Einsatz ist gesperrt. Okay, da kommen wir auch so schnell jetzt nicht hin. Okay, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Avatar-Projekt-Ding. Okay. Wie viel fügst du hinzu? Ein, alles klar. Immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Also ich sag euch jetzt mal was zu dem Beeilen. Das habe ich auch in einem Video gesehen auf YouTube. Ein super Tipp eigentlich, auch wenn ihr das Spiel spielt. Solange ihr hier so ein Ding zum Angreifen in Reichweite habt, müsst ihr euch über das Ding eigentlich erstmal keine Gedanken machen. Weil wenn das Ding voll ist, habt ihr nochmal, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage Zeit, um das Ding anzugreifen. Und wenn ihr das... platt macht, geht das Ding ja wieder ein runter.
Und also solange ihr eins noch habt, kann euch das hier egal sein erstmal. Und da wir hier auch noch vier Felder frei haben, ist mir das erstmal super Wurst. Wir haben hier eins, zwei mögliche Ziele. Das heißt, ich versuche jetzt auch möglichst schnell mal vielleicht hier unten nach Australien zu kommen. Dann müsste ich hier in Neuindien mal hin. Dafür brauchen wir allerdings wieder Info. Da müssen wir ja mal über Info scannen. Gut. Die Vorräte. Ein Tag noch. Strategische Ressource gefunden. Okay. Dann holen wir uns hier unten die Kristalle. Avenger berechnet neuen Kurs. Wupp. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Ihre Fortschritte gegen die Aliens waren im letzten Monat beeindruckend, Commander. Aber es ist noch immer Luft nach oben, wenn wir die Alien-Bedrohung eliminieren wollen. Ja. Sehe ich ein. Hier müssen wir schon wieder Info ausgeben, um das aufzudecken. Preis von Rekruten wird erhöht. Okay, wir haben gerade erst rekrutiert. Alles nicht so super wild, finde ich. So, wir haben Vorräte, die wir untersuchen können. Ignorieren wir erstmal. Wir holen uns ja erstmal die Kristalle. Und Hexin ist fertig. Soldat anzeigen. Sehr schön, ja. Kann man denn jetzt schon... individualisieren. Accessoires. Wenn ich den wegmache, kann man hier... Ne, kann man immer noch nicht machen. Ich ändere auch mal eben wieder die Haarfarbe. Ich glaube, das hatten wir eingestellt letztes Mal. Und Pixie-Schnitt. Eigentlich hat Hexen ja ziemlich lockiges Haar, ne? War das irgendwo? Undercut. So, ein bisschen dunkler kann man das eigentlich auch machen hier. Ein dunkles Braun. So ein Straßenköter dunkel. Gerade für eine Untote auch ziemlich viel. So. Dann müssen wir hier wieder die Kopfbedeckung wieder drauf machen. So, die Sturmhaube. Solange wir hier sonst nichts anderes haben. Waffenverbesserung lassen wir erstmal raus. So. Einen Tag noch. In drei Tagen ist das Psi-Labor endlich fertig. So, wir haben Illyrium-Kristalle. Perfekt. Waren das die wir zum Bauen brauchen? Ich glaube nicht. Das waren Kerne, ne? Die wir brauchen. Ja. Kristalle brauchten wir dafür nicht. Alles klar. Gucken wir mal am Schwarzmarkt mal vorbei. Was die diesen Monat Neues haben hier. Besonderes Interesse an Muton-Leichen und Berserker-Leichen. Und Advent-Soldaten, ja, pff, die kriegt er nicht. Gucken wir mal, was haben sie denn zu verkaufen? Ein Ingenieur, den wir uns nicht leisten können.
Beschleunigte Forschung. Ich will die haben, Leute. Ich kaufe das. Obwohl wir dann unsere Info ziemlich runterfahren. So, wir verkaufen auch noch vielleicht ein bisschen was. Hier mit dem Berserkerleiche können wir verkaufen. Mutonleichen. Immerhin so ein bisschen. So, jetzt müssen wir nach unten zum Haku und ein bisschen Info sammeln. Damit wir wieder weiter unseren Einfluss ein bisschen ausbauen können. So, wir gucken uns mal die Einrichtung an, das Psi-Labor. Nice, nice. So, und dann können wir jetzt hier Ausbildungsgeschwindigkeit erhöhen durch einen Ingenieur. Die sind aber alle beschäftigt gerade. Aber wir bilden hier schon mal den Justicon aus. Wir haben nicht genug Energie für eine zweite Zelle. Aber wir bilden den Justicon erstmal aus. Das heißt, unsere nächste Priorität ist auch Energieverbesserung. Wir brauchen auf jeden Fall Energie. Ihr Vater wäre stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Verbessern. Iridiumleitung. Ich hätte noch erleben können, wie wir zurückschlagen. Dass es nicht umsonst war. Zack. Schon haben wir wieder Energie. Können wir das jetzt verbessern? Dafür brauchen wir Vorräte. Die kriegen wir aber, weil wir haben ja gerade einen Supply Drop. Holen wir uns eben. Und das Gute an den Psi-Soldaten ist, dass die in ihren Zellen leveln und nicht im Einsatz. Also die leveln, während sie in der Ausbildung sind. Sehr schön. Servorüstung. Neues Forschungsprojekt dann. Bitte starten. So, wir haben den War-Anzug und die Bewacherrüstung zur Fertigung. Sehr schön. Und dann werden wir als nächstes die Geschütze, die Mutons mal, oder? Berserker, Archon. Hier kriegt man, glaube ich, auch Info, deswegen würde ich das, glaube ich, als nächstes machen. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. So, wir gucken in der Technikabteilung. Wenn die Forschung abgeschlossen ist. Hallo, Commander. Geil. Die braucht keine Soldatenleichen. Sofort herstellen. Nice. Sie bietet die Belastbarkeit, die man von einem großen Kampfanzug erwarten würde. Nice. Ja, perfekt. Das sind mal ganz umsonst die Soldatenleichen. Aber die werden wir bestimmt für irgendwas noch gebrauchen können. Nice. Jetzt haben wir endlich vernünftige Rüstung, Leute. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Testbereich. Sicher stolz auf unsere Arbeit. Aber wir haben immer noch keine Kerne. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 10.000 Mal hier reingeguckt. Eine Gefahr da. Und das wissen sie. Jetzt müssen wir die Menschen in den Kolonien daran erinnern, wofür sie kämpfen. So, wir brauchen Vorräte. Für das Psi-Labor. Zum HQ zurückkehren. Kurs auf den südafrikanischen Sektor. So, neues Personal können wir rekrutieren. Mal gucken wir mal. Oh, die sind alle so teuer. Aber ein Wissenschaftler wäre jetzt echt gut. Ein Ingenieur eigentlich auch, um die Ausbildung zu beschleunigen. Aber wir haben, können uns das nicht leisten, Leute. Das heißt, einmal zurück. Und in das Psi-Labor.
holen uns die zweite Zelle. Und stecken hier den Blood-Scorpion rein. Alles klar. So, wir sind mit der Energie am Limit. Wir haben wir gerade Verletzte? Haben wir Verletzte? Ich glaube nicht so viele, das heißt wir ziehen hier erstmal den Ingenieur ab und stecken ihn in das Psi-Labor, damit hier die Ausbildungsgeschwindigkeit erhöht wird um 50%. Denn wir brauchen diese Psi-Soldaten, die sind echt gut. So. Wir haben keine Ingenieure, die alle beschäftigt, ja. Wir hätten diese Werkstatt. Wir brauchen eine, wenn hier eine Werkstatt drin ist, dann können wir hier Gremlins aussenden. Dafür brauchen wir allerdings wahrscheinlich auch wieder Energie. Und dafür, um die Energie zu kriegen, brauchen wir, glaube ich, wieder Vorräte, nicht wahr? 80 Vorräte für... Okay. Für einen Ausbau. Sieht das in dem anderen aus? Wir haben noch zwei Energierelais. Ja, 80 vor und 150 Vorräte. Alles klar. Wir brauchen Vorräte, Leute. Und um die zu generieren, sammeln wir Informationen. So, wir haben die Alien-Maschinen freigeräumt. Ist das die Mitte? Ja, ist es die Mitte? Wir können mit dem Bau der Schattenkammer beginnen, wenn Sie es wünschen, Commander. Nee, wir bauen eine Werkstatt. Die können wir uns gerade so leisten. Bauen. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit. Ja, ist ja gut. Sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ach, wir hatten die Vorräte bekommen durch das Freiräumen, das ist ja perfekt. Ich lasse auch den Ingenieur hier mal drin. Ich könnte den eigentlich auch hier schon wieder runterschicken, um hier neue Sachen rauszuräumen. Aber wir scannen jetzt erstmal weiter nach Info. Oder gab es hier nicht irgendwo noch Info auf der Karte? Hatten wir die schon gesammelt? Ja, wir haben nur den Schwarzmarkt und... Wir haben sonst nichts offen, außer diesen Einsätzen hier. Und die lassen wir erstmal. So, Justicon hat gleich schon seine erste Psi-Stufe erreicht. Und wir haben ein Guerilla-Einsatzziel überprüfen. Schwerer Einsatz. Für einen Wissenschaftler. Sehr, sehr nützlich gerade, glaube ich. Das interessiert irgendwie weniger, glaube ich. So, und hier kriegen wir Vorräte. Das wäre sehr, sehr super. Sehr schwer allerdings. Das ist auch fies. Und Information, das wäre auch extrem nützlich. Und eine schwer. Hm. Vorräte oder Information? Mit den Vorräten könnten wir unseren Energiebedarf wieder hochpushen. Und was allerdings gerade auch nicht die super Priorität hat. Deswegen bin ich dafür, dass wir eher die Informationen machen. Wobei dieses gesichtslose Zeugs hier auch fies ist. Aber ich brauche die Infos, Leute. Und das werden wir beim nächsten Einsatz dann herauskriegen, ob wir wieder jemanden verlieren oder... Ob wir endlich hier mit... Oh, wir haben Ausrüstungsslots, Leute. Wir haben Ausrüstungsslots. Wir haben Ausrüstungsslots. Guck mal, warum hat denn der Beru keinen? Warum hast du keinen extra Ausrüstungsslot? Weil du keine Bewacherrüstung anhast. Hier, bitteschön, Beru. Das ist so gut, Leute. Mehr Ausrüstungsslots. Die sehen auch echt badass aus. Guckt euch das an. Da haben wir gleich mal noch ein bisschen viel zu tun beim nächsten Mal. Dann können wir ein bisschen customizen hier noch. Und bis dahin würde ich sagen, have fun, euer Koali. Tschüss.